zerstellen. Cornerverhältnis 1:1 bis jetzt. Und Eckball, er wird getreten von Schei Holzmann. Gibt es natürlich immer Aufregung vom Torhüter. Positionen müssen bezogen werden, jeder muss exakt gedeckt werden. Rosenik im kurzen Eck. Lassenecker. Und Herder. Guter Einsatz von Plastinecker noch einmal. Holzmann vorbei an Prosenik. Naja, weiter deutet Schiedsrichter Sober. Rachimov. Fehler vom Libero Braun. Die Rapid-Abwehr rückt sofort an die Mittellinie auf. Charlie Brown treibt seine Leute nach vor. Holzmann gegen Zingler. Niemand geht hin. Plassenecker, abgeblockt. Pass von Acins zu René Wagner, nicht angekommen. Rachimov. Wiener Austria eigentlich mehr im gegnerischen Strafraum als Rapid. Also die Auswärtsmannschaft. Aber ein guter Versuch von Meyerlib, seinen Stürmerkollegen Holzmann hier einzusetzen. Der Heribert Weber natürlich ein bisschen nervös, der bemerkt das natürlich. Die Austrianer nicht ungefährlich bis jetzt in den ersten 22 Minuten. Letztes Spiel hat ja 1:0 für Rapid geendet, Torschütze René Wagner. Im Vorjahr 3:0, 2:0 für Rapid, 1:1 und 0:0. Zinkler, Benxa. Ball von Rachimov. Schon abgespielt. Aber ein guter Versuch von Gerd Wimmer hier per Kopf René Wagner einzusetzen. Und Eckball. Zweiter Eckball jetzt für Rapid. Und Gerd Wimmer wird ihn treten. Rosenik, guter Schuss. Ich glaube, er hat Zinkler angeschossen. Wimmer. Zu flach die Flanke und Schmidt. Ball von Schöttl. Beiden Seiten das gleiche Bild. Die Abwehrspieler versuchen, falls sie in der gegnerischen Hälfte attackieren, in so einer Situation taktische Fouls zu machen, die kein Gelb einbringen, aber doch das Spiel des Gegners aufhalten und unterbrechen. Ja, sehr aufmerksam Acic heute in diesem Spiel. Neuaufbau jetzt bei Rapid über Braun. Bis jetzt noch kein Team mit einer wirklich effizienten Torschuss. Schütt. Da reklamiert Holzmann, hallo, ich habe den Ball gespielt, was ist los? Acic und Knaller. Erstes Doppelpassspiel, Acic, René Wagner. Aber gut gehalten wieder von Wolfgang Knaller.
war nicht scharf der Schuss, aber doch platziert und ins andere Eck. Schauen Sie, kurz, Knaller am falschen Bein, aber er macht es sehr gut. Rossini, vorbei an Hopfer. Hexer kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Sie haben es hier gesehen, Schöttl versucht Meierleb schon vor der Ballannahme zu stören. Wer weiß, wenn der Christian Meierleb mal am Ball ist, dann raucht es. Streiter, aufgepasst hier, der Libero. Rachimov. Und zu weit. Zu weit für Michael Wagner. Holzmann bewegen, vielleicht haben Sie es gehört. Ja, bewegen ist eigentlich das Grundelement des Fußballspiels. Eigentlich sollten sich alle 10 Akteure einer Mannschaft ununterbrochen bewegen und dadurch freien Raum schaffen, damit der, der den Ball führt, mehrere Anspielstationen hat. Aber das geschieht natürlich nicht immer. Da hat Pfeffer René Wagner am Knöchel erwischt und Holzmann gegen Zingler. Der hakelt nach und das gibt sicher Geld, da wette ich. Ja, zu Recht. Konnte Holzmann nach dem Haken nicht halten, hat nachgehakt und bekommt zu Recht Geld. Schauen Sie, hakelt hier mit dem Schuhspitzel nach. Schmidt jetzt in der Position des Letzten, gemeinsam in der Innenverteidigung mit Rachimov, Holzmann. Ja, jetzt hat sich die Austria in der Rapid-Hälfte festgesetzt. Streiter auf der rechten Seite. Holzmann. Freund. Es müsste Platz sein, wenn man schnell nach vorne spielt. Aber das gelingt den Rapidern nicht. Herer. Der Kämpfer Schmidt hat sich hier durchgesetzt. Vorbildlich immer der Einsatz des Austria-Mittelfeldspielers. Eine Macht im defensiven Bereich bei der Wiener Austria, muss man wohl sagen. Benxer. Wieder Fall von Rachimov. Benxer war aber schon in der Luft und Rachimov hat angetaucht. Freistoß halb rechts. Jemand mit einem guten linken Fuß bei Rapid. Die dritte Freistoßchance möglicherweise jetzt für Rapid nach diesem Fall an Marek Benxer. Ja, der Kleine fliegt natürlich sehr leicht. Es wurde aber auch von Rachimov angetaucht. Prosenik und Herer vom Ball. Es wird einer mit einem rechten Fuß schießen. Ein Messer rechts schießen. Herer. Guter Schuss. Und hervorragend gehalten von Wolfgang Knaller, der konnte nicht viel sehen. Gut abgezogen von Andi Herauf. Herrlich pariert mit der Faust, Wolfgang Knaller. Wieder Eckball für Rapid, diesmal von links und Acic wird den Ball treten. Es wird Ihnen auffallen, meistens bei Rapid Prosenik als Cornerschütze, diesmal einmal Wimmer, einmal Acic. Noch einmal Acic. Wieder war Knaller mit der Faust da und René Wagner mit dem Kopf. Gute Szenen jetzt hier von Rapid, aber ebenso gute Szenen vom Austria-Kicker. Hier noch einmal. Sie sehen,
mit der Faust den Ball berührt und dann der Ball auf den Kopf von René Wagner gebracht. Hier noch einmal. Wunderschöne Bilder von unseren Kameraleuten und der Regie. Faustabwehr, jetzt der Kopfball. Ja, da hat der Knaller das Glück des Tüchtigen gehabt. René Wagner war der Mann, der per Kopf hier auf das Tor gezielt hat. Wimmer. Einsatz von Plasnik, aber es war faul. Herauf geht zu Schiedsrichter Sova und beschwert sich, dass dauernd taktische Fouls gemacht werden. Aber die machen die Rapidler auch. Herr Sova bis jetzt ein guter Spieler. Keinen Fehler gesehen. Acic. Rachimov vor Freund. Und hineingetreten Peter Schöttl. Das hat dem Manfred Schmidt sicher wehgetan. Und bei diesen Situationen und Szenen versteht man, dass Schienbeinschützer Pflicht sind. Sehr frühzeitiges Attackieren von Rapid jetzt. Und Rachimov schießt den Ball einfach da zurück. Foul von Freund, Foul von Schmidt, aber sowas wird schon lange nicht mehr gepfiffen bei den vielen Zweikämpfen. Dospel. Foul von Proseni. Rapidler führen ganz knapp, was die Fouls betrifft, 12 zu 11. Ball hier an Hopfer. Auch er hat nach seiner langen Pause natürlich noch einen gewissen Rückstand, was Spielpraxis und Kondition betrifft. Daran muss Dr. Werdenig in der Winterpause arbeiten. Zingler. Meyerleb. Etwas zu schwach der Schuss auf Ladi Meyer. Sehr schnelles Spiel bis jetzt, gutes Tempo. Fehler von Plasnecker. Und bedingungsloser Einsatz von Michael Wagner. Ah, Streiter, pardon. Acic. Ja, jetzt wird er zurückspielen müssen. In Not, er hätte schon längst den Wechselpass machen müssen, Martin Braun. Freund zeigt auf bei jedem Ball, den er nur haben kann, möchte angespielt werden, Zingler. Benkser verliert den Zweikampf mit Michael Streiter. Rachim. Er immer etwas zu lang am Ball. Bis er abspielt, sind seine Kameraden meist schon gedeckt. Gemacht von René Wagner. Noch immer Wagner gegen Plasnecker. Und geschickt abgeblockt hat der Austrianer hier den Ball im Duell mit Wagner. Regt ihn nicht auf, scheint diese Geste von Rachimov bedeutet zu haben. Er spricht ausgezeichnet Deutsch, intelligenter Spieler, der auch alle Anweisungen des Trainers auf dem Spielfeld, was Taktik betrifft, auszuführen vermag. Sehr aufmerksam, sehr einsatzfreudig der Austrianer, wieder Christian Meierle. Guter Passer, Volksmann!
Aber Schöttl hat aufgepasst. ...35 Minuten gespielt, also 10 Minuten noch in der ersten Hälfte, noch immer 0:0. 58% die Rapidler im Ballbesitz, 42 die Austrianer, also feldüberlegen Rapid, aber noch keine wesentlichen Torszenen, außer bei dieser Eckballsituation und dem einen Schuss von Herraf auf das Tor von Wolfgang Knall. Zinkler. Der Austreiber steht auf einer Linie am eigenen 16er und das sehr gut bis jetzt. Jetzt ist Platz, Michael Wagner, Holzmann, rechts ist Meyer-Leb allein. Da kommt schon Acic. Und er bringt den Ball nicht zur Mitte. Müsste Abstoß geben. Ja, aber da braucht er nicht reklamieren, es war Abstoß. Und Heribert Weber ärgert sich. Seine Mannschaft, muss man aber sagen, braucht etwas zu lang, um nach vorne zu spielen. Und macht dann, dadurch, dass man über in die Quer spielt, Fehlpasses, die natürlich die Abwehr aufreißen. Hier die beiden Anhängergruppen. Das ist der Rapid-Anhang, etwas ruhig geworden. Und hier noch einmal die Ballverteilung in diesem Spiel bis jetzt. Zinkler hat da oft sehr viel Raum. Da geht Meyer-Leb nicht immer mit. Aber wohin? Auch hier, wohin? Zum Gegner. Momentan ein bisschen Flaute auf beiden Seiten, was die spielerischen Impulse betrifft. Wagner. Sein Prosenik. Wagner, sehr bemüht, versucht immer wieder so zu stehen, dass er auch anspielbar ist und macht dann einen Fehlpass. Also Einsatz auf beiden Seiten groß, Tempo in Ordnung, eines Spitzenspiels würdig, spielerische Impulse nicht würdig. Einwurf durch Oliver Frank. Der Michael Streiter, ich weiß nicht, ob Sie es beobachtet haben, der muss aufpassen. Der arbeitet beim Attackieren immer mit den Armen, hält den Gegner fest. Und irgendwann wird es der Schiedsrichter pfeifen. Da haben wir den Austria-Libero, noch immer antrittsschnell ist, obwohl er einer der meistbeschäftigsten Bundesliga-Fußballer ist, die momentan am Werk sind. Hier haben wir die Netto-Spielzeit, 38 sind gespielt, also wir sind in der 39. Minute, der Ball im Spiel 21, 49, 50 Sekunden jetzt. Rapid baut langsam auf, vorsichtig, kontrolliert, aber das gibt natürlich der Wiener Austria immer wieder die Möglichkeit, sich aufzustellen, zu attackieren, so wie jetzt im richtigen Moment. Und die Szene war vielleicht signifikant für das ganze Spiel. 3-4 Mann kämpfen um den Ball, dann kollert er irgendwo hin und der nächste befördert ihn auch irgendwo hin. Diesmal ins Out, Einwurf für die Wiener Austria. Ball war schon draußen. Vorsichtshalber hat er den Ball noch weggeschossen. Wird vom Schiedsrichter Sova ermahnt.
14 Mal hat es in der Geschichte des Derbys schon ein 0:0 gegeben, wie es hier eingeblendet ist. Das häufigste Remis-Ergebnis war 1:1. 16 Mal nehmen. Und jetzt Michael Wagner, er hat freie Bahn. Schmidt. Und es steht schon wieder. Holzmann. So, jetzt hätte Rapid ein bisschen mehr Raum. Oliver Freund. Er wird von Dospel zu Fall gebracht. Vorteil, Benxer. Und der Pass zu Braun gelingt. Vorteil auch, obwohl Meierleb offside stand. Heraf, Proseni. Acic sehr weit zurückhängend. Sollte ja hinter den Spitzen spielen, um mit seiner Ballkunst in den Strafraum einzudringen. Das versucht jetzt Prosenik. Und Outeinwurf für Rapid. Ich weiß nicht, ob Acic hier wirklich den Auftrag von Herbert Weber erfüllt. Hängt sehr weit hinten. René Wagner. Und Tor! Blitzartig hat sich René Wagner gelöst bei diesem Gestocher im Austria-Strafraum. Und er nützt seine erste Chance hier in einem Zweikampf, den er blitzartig angetreten hat. 1:0 für Rapid, sein 6. Tor, damit der erfolgreichste Torschütze vor Prosenik mit 5. Hier noch einmal, das Gestocher. Gerd Wimmer ist da, bringt den Ball zur Mitte, Prosenik schupft ihn hier rein. Und auf einmal löst sich René Wagner, typiert Pfeffer und typiert auch, schauen wir uns das Ganze an, aus der Drehung geschossen, gar nicht scharf, aber genau, und von der Latte pendelt der Ball ins Netz. 1:0 in der 42. Minute für Rapid. Jetzt wird es natürlich ungemein schwer für die Wiener Austria. Wichtiger Treffer aus der Sicht von Rapid, hier knapp vor Seitenwechsel, das muss man auch sagen. Die Mannschaft kann mit dieser 1:0 in Führung, wenn es so bleibt, beruhigt in die Pause gehen. Mit Selbstvertrauen eben durch dieses Tor wieder in die zweite Hälfte. Wimmer geht vorbei, könnte jetzt aufrollen. Und Zinker, Acic ist geschickt darüber gestiegen. Wimmer legt auf für Acic, der steigt drüber, aber Thomas Zinker vergibt. Eine Minute wird Schiedsrichter Sova nachspielen lassen. Hier noch einmal. Wimmer, guter Haken. Schaut jetzt, wer steht. Acic, der steigt drüber. Eine schwierige Situation für Knaller. Man hat aus der Torkameraperspektive sehr gut gesehen, wie schnell sich die Situation für den Tormann ändert. René Wagner, wieder vorbei am Pfeffer. Der hat seine Schmerzen heute mit ihm. Ein Foul von Michi Wagner. Gute Flanke von Wimmer, aber René Wagner zu leicht. War weder Schuss noch Heber für einen Kollegen. Gut gemacht von Blasnecker. Wimmer wollte ihm dann auch den Weg zum Tor abschneiden. Schmidt. Jetzt wird die Austria ein bisschen aufmachen müssen. Will man hier ungeschlagen davonkommen. 45. Minute, rekapitulieren wir ein schnelles, recht gutes Spiel. Wenig spielerische Impulse in den ersten 40 Minuten, dann eher Druck von Rapid. Die Mannschaft hat noch früher attackiert, hat die Austria eingeschnürt, auch bei ein, zwei Standardsituationen wie Freistößen. Heraf zum Beispiel bei einem guten Schuss an Knaller gescheitert, bei einem Eckball René Wagner per Kopf, gescheitert an Wolfgang Knaller.
Aber in der 42. Minute dann das 1:0 durch René Wagner, der sich blitzartig von seinem Bewacher Toni Pfeffer gelöst hat. Das hat gar nicht so gefährlich ausgeschaut, aber René Wagner hat da seinen Torinstinkt und seine Übersicht im gegnerischen Strafraum bewiesen. Jetzt wird es schwer für die Wiener Austria. Mit einem neuen Konzept muss die Mannschaft in die zweite Hälfte gehen. Kann nicht mehr auf Konter spielen. Das hat man in der ersten Phase des Spiels sehr gut gemacht. Hat eigentlich mehr Torszenen gehabt als Rapid. Acic, Hengsa, und das ist der Becher und Manager Friedl Concilia und natürlich auch dem Austria noch einige Freude bereitet. Wir werden sehen, was der Wechsel im Angriffsspiel der Wiener Austria bewirkt. Mit Holzmann dürfte Werdenig nicht zufrieden gewesen sein. Der hat einige Male hineingerufen. Mehr bewegen, mehr Tempo, mehr Stellungsspiel hat er vom israelischen Stürmer verlangt. 11.100 Zuschauer genau hier im Hanapi-Stadion bei kühlem Wetter. Es hat zum Glück nicht zu regnen begonnen. Vor dem Spiel hat es ein bisschen getröpfelt. Aber einwandfrei, wirklich schöne Verhältnisse auch für die Fußballer, um hier zu kicken. Rapid hat nicht gewechselt. Herbert Weber hat auch im Moment keinen Grund. Eher ein hässliches Foul von Hopfer am Penkser. Ehemaliger Sturmspieler. Marek Penkser, Leichtgewicht, fliegt zwar sehr leicht, aber wir sehen es hier. Mit dem rechten Bein etwas hineingetreten. Hopfer. Gut gemacht von Meyer Leber auf Schmidt. Ernstson, erste Ballberührung in diesem Spiel. Und lässt sich fallen, kein Freistoß, Abstoß entscheidet. Der gute Schiedsrichter Sova. Bis jetzt korrekter Spielleiter mit guter Laufarbeit. Sehr ruhig, aber sehr bestimmt. Schiedsrichter soll ja eines sein, vor allem ein Kamerad der Spieler, ein Spielleiter und nicht ein Gschaftelhuber auf dem Spielfeld. Und der Herr Sober macht das wirklich gut bis jetzt. Für die Wiener Austria wäre es nun sehr, sehr wichtig, dass der Mannschaft gleich zu Beginn der zweiten Hälfte ein Erfolgserlebnis gelingt. Eine gute Aktion, vielleicht ein Torschuss, vielleicht sogar der Ausgleich. Aber Konter von Rapid über Gerd Wimmer und Wolfgang Knaller bis jetzt mit einer ausgezeichneten Leistung war etwas schneller. Dann wieder den Knaller und auf dem Boden, glaube ich, Andi Herer von Gelb für Michael Wagner, der wie im letzten Spiel gegen Wüstenrot Salzburg sein Temperament nicht zügeln kann. Was habe ich gemacht, scheint er hier zu sagen. Netter Bursche, man kann mit ihm plaudern, lachen, aber auf dem Spielfeld, da legt er manchmal nach. Schadet sich aber durch Unbedachtsamkeit manchmal selbst und vor allem der Mannschaft. Zingler. Herauf, jetzt einmal links. Gut gemacht. Wagner müsste abspielen. Wimmer war ganz allein. Fehler in der Mitte und natürlich jetzt Raum für die Austrianer. Aber die machen im Mittelfeld sehr, sehr viele Fehlpasses und rauben sich so selbst alle Kontermöglichkeiten.
Winkser, Wagner, Prosenik zu Rachimov, der spielt sich und hat Glück. Meyerleb kommt an Schöttl nicht vorbei. Der zwickt und hält, attackiert frühzeitig. Meyerleb reklamiert hier zu Recht Foulspiel und halten. Und bekommt auch Recht. Freistoß für die Austria. Schmidt. Braun, sehr solide, sehr ruhig. Und auch sehr ruhig und überlegt beim Abspiel. René Wagner bleibt liegen, aber es geht weiter. Schauen wir. Ein bisschen hat hier der Toni Pfeffer, glaube ich, den rechten Ellenbogen eingesetzt. Ist aber nicht genau gesehen. Wieder frühes Stören der Rapidler. Dospel. Hopfer. Er hat hier schon wunderbare Momente erlebt mit Sturm Graz. Zwei Tore einmal gegen Rapid. Hier gegen Braun. Noch einmal Hopfer. Ball von Zingler an Meyerleb. Ja, der Meyerleb, der macht der Rapidabwehr einige Schwierigkeiten. Schön hier, wie Zingler hineinsteigt. Das hat ihm in diesem Spiel auch schon gelb eingetragen. Er muss aufpassen. Drüber. Andreas Herauf wechselt die Schuhe, offenbar hat er schlecht gewachselt in der ersten Hälfte. Ich habe gesagt, der Boden etwas tief, mit leichten Stoppeln, müssen gar nicht so lang sein, hat man guten Halt. Sie sehen es, er hat Metallstoppeln, man sieht es in dieser Einstellung sehr schön. Zwei an der Ferse, vier unter dem Fußball. Jetzt Rachimov. Zu weit für Meyerleb. Wenn Sie erst später zugeschaltet haben, Rapid führt durch ein Tor von René Wagner in der 42. Minute. Der Austrianer am Handspiel reklamiert. René Wagner hat den Ball an der Brust mit beiden Armen nicht eingeklemmt, aber doch Führung verliehen. Da haben wir den Torschützen. Er hat sich blitzartig von seinem Bewacher Toni Pfeffer gelöst. Es war eine Unachtsamkeit der Austria-Abwehr, die zu diesem 1:0 für Rapid geführt hat. Ja, spielen sollte sich die Rapid-Abwehr nicht. Dazu ist Meyerleb und auch Ernstson zu gefährlich. Ja, und da Wimmer zum Ball gelaufen ist, musste Knaller den Ball ins Out befördern, musste auf Nummer sicher gehen. Er bis jetzt ohne Fehler. Benkser. Zu weiter Heber für Prosenik. Spiele hat es bis zum heutigen Tag zwischen diesen beiden Mannschaften gegeben. 98 Mal hat Rapid gesiegt, 42 Mal wurde unentschieden gespielt und 74 Mal hat die Wiener Austria den Platz als Sieger verlassen. Also da führt Rapid. Im
Und im Moment fällt der Wiener Austria nichts Überraschendes ein, um die bis jetzt sichere Rapid-Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Abgesehen die ersten 10 Minuten, wo Meierlet ein-, zweimal gefährlich aufgetaucht ist. Oh, sehr riskant gespielt von Braun. Wimmer. Durch seine Schnelligkeit immer wieder gefährlich, hat auch zwei, dreimal gut geflankt in diesem Spiel und mit Prosenik das 1:0 für Rapid vorbereitet. Grün-Weiß versucht nun das Spiel zu kontrollieren und dennoch Torszenen herbeizurufen. Foul von Wimmer wird hier entschieden. Der 21-Teamspieler, eines der großen Talente im österreichischen Fußball. Fehlpass von Streiter. Viel Platz für René Wagner. Und Toni Pfeffer im letzten Moment da gewesen. Noch ist die Gefahr für die Wiener Austria nicht vorbei. Acic. Zwei Techniker, Wagner und Acic gegeneinander. Rachimov. Sehr schön gespielt auf Meierleb und Prosenik. Jetzt wieder sehr viel Tempo in diesem schnellen, an sich schon schnellen Spiel. Wahrscheinlich hat der Austria-Trainer Dr. Werdenig gefordert, das Mittelfeld etwas schneller und mit weiten Passes zu überbrücken. Ball von Freund. Rachimov. Gelbe Karten bis jetzt eben Freund und Zingler. Die beiden müssen aufpassen. Freund durch seine gelbe Karte in der ersten Hälfte schon für das nächste Meisterschaftsspiel gesperrt. Gefahr war das durch den Kopfball von Ernstson. Noch immer Gefahr für die Rapidler. Ernstson, Schmidt, guter Schuss und auf Raten Meier. Ja, die Austria wird jetzt stärker. Ernstson hat etwas Schwung in den Austria-Angriff gebracht durch seine Beweglichkeit und durch seine Kopfballstärke. Hier noch einmal der gute Schuss von Schmidt und Ernstson war schon da. Jetzt ist Rapid wieder da. Penxer. Prosenik, ja, hat gesehen, dass das lange Eck frei ist. Guter Schuss. Wenn man als Rechter auf der linken Seite spielt, hat man eben den Vorteil, bei einem Innenhaken mit dem besseren rechten Fuß schießen zu können. Pfeffer hat jetzt viel Platz. Ernstson. Acic und allen springt der Ball weg. Penxer. Ball von Rachimov. Das Foul hat Penxer provoziert, ist in den Lauf von Rachimov gelaufen und der ist ihm prompt hinten auf die Beine gestiegen. Ein Schlitz aus seiner Klasse hätte das überlauern müssen. Ja, offenbar sagt er das auch dem Penxer. Die kennen einander sehr gut. Schauen Sie, Penxer zieht hinein und Rachimov steigt ihm schon drüber. Es war gelb für Rachimov.
Schmidt hat freie Bahn, verfolgt von Prosenik und Braun von Meierle. Meierle. Ja, Rapid jetzt einigermaßen unter Druck. Die Austria kommt. Pfeffer. Penxer gegen Dospel. Ein Foul von Penxer. Heribert Weber kann es nicht fassen. Hier noch einmal. Was war es wirklich? Naja, Adrenalinausstoß bei den Trainern ziemlich groß. Ernstson holt sich auch die Bälle von hinten. Macht sehr viel für den Angriff. Michael Wagner hat Glück gehabt. Aber zu weit für Plassenecker. Gute Ansätze im Austria-Spiel. Aber vorm 16er von Rapid verpuffen alle Angriffsaktionen. Es fehlt der entscheidende Pass. Das entscheidende Schlüsselerlebnis auch vielleicht, um befreiter aufspielen zu können. Möglich, dass Trainer Dr. Werdenig noch einmal wechselt. Wer sitzt auf der Ersatzbank bei der Wiener Austria? Günther Schießwald, der das letzte Tor gegen die Wiener Austria erzielt hat. Gegen Rapid erzielt hat, als Austrianer, als Echter. Die anderen Tore haben ja Hatz und Radajczyk erzielt. Und die sind heute nicht dabei. Radajczyk verletzt und Hatz gesperrt. Jetzt Singler wieder offensiver geworden. Zu weit für Arcic. Wimmer. Direkte Abnahme zu Wagner. Der andere Wagner, nämlich Michael. Und im Rutschen an die Herren. Wimmer. Unglaublich, wie schnell der ist. Aber da ist niemand zum Anspielen. Hier haben wir Alexander Lex, der eingewechselt werden soll. Vorteil. Und Ernstson, der sehr viel arbeitet, sich die Bälle auch von hinten holt. Schöttl haut den Ball weg. Benxer. Ein Schubserl von Dospel. Es geht weiter. Hopfer. Freund. Ja, Rapid kontrolliert das Spiel, aber das ist auch gefährlich. Ein 1:0, es ist nicht sehr viel. Da kann rasch der Ausgleich fallen. Ein Fehler und man bringt sich selbst um die Früchte aller Arbeit. Plassenecker, Schmidt, es läuft der Ball recht gut, aber Raumgewinn minimal, Streiter. Genau auf Heraf, Arcic, niemand ist bei ihm. Guter Pass auf René Wagner, Wagner und es gibt Elfmeter, in die Zwicke genommen von Dospel und Streiter. Es wird Diskussionen geben und gelbe Karte für den Austria-Libero. 64. Minute. Elfmeter für Rapid nach dieser Angriffsaktion von René Wagner. Nach einem guten Pass von Arcic nimmt sich hier den Ball mit. Jawohl,
Streiter haut hinein. Aus dieser Perspektive sieht man es ganz genau. Noch einmal. Elfmeter. Wer wird schießen? Christian Prosseni. 5 Tore hat er erzielt. Wenn er jetzt hineintrifft, hat er wie Wagner 6 Tore in der Meisterschaft erzielt. Knaller war dort und trotzdem ist der Ball drinnen. Mir tut der Wolfi Knaller leid. Hat den Ball erahnt, wo er hingeht, aber Prosenix Schuss so scharf, dass er ihn nicht parieren konnte. Und es steht 2:0 für Rapid. Hier noch einmal. Knaller ist dort und der Ball geht von der Stange, glaube ich, ins Tor. Damit könnte natürlich eine Vorentscheidung in diesem Spiel gefallen sein. Jetzt kommt es zum Wechsel. Knaller steht im Nebel vor den Rapid-Fans. Und Lex wird, nachdem wir diese Szene zu sehen bekommen, für Rachimov ins Spiel gebracht. Die Rauchwolken stinken bis da herauf. Christian Prosenik wird möglicherweise gleich umfallen. So ein Blödsinn. Versteht die Anhänger nicht, dass sie solche Sachen machen. Da haben wir den 19-jährigen Alexander Lex, eines der Nachwuchstalente bei Austria Memphis. Friedel Konzilia wird eines versuchen, in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren, eigene Spieler heranzubilden. Kann sich die Wiener Austria jetzt noch einmal aufbäumen? Das ist die Frage in diesem Spiel. Die Gefahr natürlich für die Veilchen, wenn sie zu sehr aufmachen. Rapid ist eine gute Kontermannschaft. Dann könnte es ein drittes Tor geben. Momentan sieht alles so aus, als würde es die 12. Derby-Möglichkeit sein, die Austria auslässt, um zu gewinnen. Ball von Penkse. Die Wiener Austria hat zudem im November noch kein Tor erzielt. Bin neugierig, ob der Mannschaft jetzt der Anschlusstreffer einmal gelingt. Es würde dem Spiel gut tun. Es würde auch den Austria-Anhängern gut tun. Wagner. Abstoß. Der Rapid-Trainer kann zufrieden sein. 2:0. Lex, ein eher offensiver Spieler, Schmidt etwas zurückgegangen auf den Platz von Rachimov. Beide Tore der Wiener Austria sind eigentlich durch Unachtsamkeiten der routinierten Spieler entstanden. Zehntelsekunde unachtsam Toni Pfeffer gegenüber René Wagner, das 1:0. Und die Attacke von Michael Streiter an René Wagner, die zum Elfmeter geführt hat. Aber die Fußballer, die selbst das spielen in Hobbymannschaften oder in Unterklassen, die wissen das, wenn es nicht läuft, dann ist alles verhext, dann gelingt auch nichts. Schauen wir uns noch einmal die Foulstatistik an. Rapid führt hier 22:19. Acic.
Und Benxer schießt hier Streiter K.O. Der bleibt am 16er liegen. Schiedsrichter Sober lässt weiterspielen. Die Rapidler spielen auch weiter. Und jetzt wird gepfiffen. Wuchtiger Schuss von Benxer, hat den Austria Libero getroffen. Es ist so urplötzlich gegangen. Ich hoffe, dem Michael ist hier nichts passiert. Die Szene noch einmal. Wird am Kinn getroffen. Es war wie ein seitlicher Jab. Muss wie ein K.O.-Schlag beim Boxen sein. Am Kinn getroffen hat Marek Benxer den Austria Libero mit diesem harten Schuss. Michael Streiter zu Boden gegangen. Er ist nicht zu beneiden in seiner momentanen Situation, der Austria-Betreuer, auch Robert Zara. Er ist übrigens der Rekordler, was Derby-Einsätze betrifft. Nämlich 58 Mal hat er mit der Wiener Austria gegen Rapid gespielt. Der Rekordadler übrigens bei den Rapidler ist der Peter Schöttl mit 39 Derbys. Ich hoffe, der Michael Streiter kann weitermachen. Rapid-Fans kantieren auf Wiedersehen, aber möglicherweise ist er so unglücklich getroffen worden, dass es ein echter Hammer, K.O.-Hammer war, dieser scharfe Ball von Marek Benxer an das Kinn, seitlich an das Kinn von Michael Streit. Freie Bahn für Acic. Da hat es einen Foul von Schmidt gegeben in der Mitte. Es geht aber weiter. Gute Abwehr von Wolfgang Knaller. Ich glaube, René Wagner liegt in der Mitte des Spielfeldes. Es geht aber weiter. Hat hier einen Zusammenstoß mit Binder gegeben oder wer ist es? Ich kann es jetzt nicht erkennen. Es ist Marek Benxer. Während eines Rapid-Angriffes, Benxer war nicht am Ball, ein Zusammenprall mit Schmidt. Und hier sehen Sie schon Schießwald, jener Günther Schießwald, der das letzte Tor für die Wiener Austria am 7. April 96 erzielt hat, beim letzten Derby-Sieg der Wiener Austria gegen Rapid. Hier schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Und zwar die Möglichkeit von Oliver Freund. Guter Schuss. Ja, er wäre ins lange Eck gegangen, aber wieder einmal Wolfgang Knaller. Ihn kann man also überhaupt keine Vorwürfe für dieses 0:2 aus Austria-Sicht machen. Er hat gehalten, was nur möglich war. Hätte fast sogar den Elfmeterschuss von Prosenik gehört. Meierle. Da ist Schießwald. Dospel spielt jetzt Libero, wie schon zu der Zeit als Streiter gesperrt war. Es ist möglicherweise auch die zukünftige Abwehrformation, wenn einmal Michael Streiter seine Laufbahn beenden sollte. Er ist ja doch schon 32. Dann könnten Dospel, Schießwald, Pfeffer die Abwehr der Wiener Austria bilden. Tamandl gehört natürlich auch noch dazu als Nachwuchshoffnung. Freistoß jetzt von rechts, Michael Wagner. Wieder mit links getreten vor das Tor von Meier. Mitte Fee. Alle werden nach vor starten. Gefährliche Situation jetzt für den Rapid-Torhüter. Schießt den Ball hinein und Tor! Christian Meier lebt! Das erste Tor der Wiener Austria im November. Jetzt wird es noch einmal spannend. 74. Minute. Das 7. Meisterschaftstor von Christian Meierleb nach diesem scharf angeschnittenen Freistoßball von Michael Wagner. Also Christian Meierleb, der mit so viel Ehrgeiz, Einsatz, Schnelligkeit und Willen begonnen hat, hat hier Glück. Steht richtig
und schupft den Ball über Meier ins Tor. Ich glaube sogar mit dem Knie. Aber vielleicht sieht man es aus dieser Perspektive etwas besser. Ball kommt gut herein. Meier lebt. Jawohl! Mit dem Knie über Ladislav Meier befördert. Ein schönes Tor. Mit Fantasie gemacht. Er hat geahnt instinktiv, dass er da mit dem Riss nicht mehr drankommt. Und mit dem Knie zum 2:1. Der Anschlusstreffer für die Wiener Austria, der dieses Spiel jetzt knapp vor der Rapid-Viertelstunde wieder offen macht. Ja, und mein Regisseur Werner Exer sagt mir, nach 1070 Minuten das erste Austria-Tor in der Derby-Geschichte. Dieses 215. Derby also bricht den Bann der Wiener Austria. Und Christian Meierleb ist es, der diesen Bann bricht. Ja, das muss der Mannschaft von Dr. Werdenig Auftrieb geben. Friedel Concilia sitzt hier auf der Ehrentribüne. Schauen wir uns den Treffer von Meierleb noch einmal an. Hier kommt der Ball herein. Schauen Sie, mit dem Knie noch ein Abpraller und da hat er ein bisschen Glück, aber das Glück des Tüchtigen. 2:1. Nach 1070 Minuten. Eine schöne Geschichte zwischen Rapid und Austria. Eine Gefahr für Knaller. Acic heute mit einer guten Leistung. Ballverteiler aus dem eher defensiven Mittelfeld. Das war die Überraschung. Und jetzt beginnt die Rapid-Viertelstunde. Ob sie etwas bringt für Grün-Weiß, das ist jetzt die Frage. Die Mannschaft jetzt unter Druck, denn die Wiener Austria hat durch das Tor von Meierleb natürlich Auftrieb bekommen. Ja, aber so soll ein Derby sein. Spannend bis zum Schluss. Braun. Wimmer. Noch einmal der Rapid-Libero. Da steht der deutsche Kollege Oliver Freund. Michael Wagner, Meierleb, vorne Lex mit dabei und Ernstson, noch immer Meierleb, war kein Foul, Ball gespielt von Acic und René Wagner gegen Dospel. Benxer kommt mit, gut gespielt, Benxer und Tor! Ich habe es noch vor 10 Minuten gesagt, greift die Wiener Austria an, dann muss sie Gefahr laufen oder wird sie Gefahr laufen, in einen Konter von Rapid zu rennen. Und genau das ist jetzt passiert. ...77. Minute. Das dritte Meisterschaftstor von Marek Benxer zum 3:1 für Rapid in der Rapid-Viertelstunde. Die Rapid-Fans können zufrieden sein. ...77. Minute, sagt Platzsprecher Andi Marek. Marek Benxer schießt dieses 3:1. Ist das aber jetzt schon die Entscheidung? Oder kann sich die Wiener Austria noch einmal aufbäumen nach diesem Tor von Benxer mit links? Knaller ist hier gut herausgekommen, hat aber keine Chance. Marek Benxer, eine gute kämpferische Leistung, läuferisch auch gut, sehr viel Einsatz mit seinem dritten Meisterschaftstor und mit dem 3:1 hier gekrönt. Ja, schwere Momente wieder für den Austria-Coach. Die Mannschaft hat kurz aufgezeigt, aufgemuckt, hat gut gespielt und in dem Moment, wo sie Druck gemacht hat, ist sie in diesen Rapid-Konter gelaufen. Ja, so geht es beim Fußball. Freude bei Rapid über dieses dritte Tor von Benxer. Da kniet man sich sogar nieder, wie die Stürmerfreunde Wagner und Benxer hier schön gezeigt.
Noch einmal Plasnecker. Der Wiener Austria bleiben noch 10 Minuten, hier noch Kosmetik zu machen oder vielleicht doch noch auch den Ausgleich zu erzielen. Jetzt muss man mutig noch vorspielen. Das Tempo nach wie vor hoch, das spricht für den guten körperlichen Zustand beider Teams. Meierle, Wagner, Haken nach innen. Noch einmal Wagner, geht hinein und schießt Freund an. Ball von Wagner. Ball von Lex an Freund. Die letzten 10 Minuten brechen in diesem Spiel an. Offside von Oliver Freund. Der muss aufpassen, darf sich nicht spielen, hat schon gelb in der ersten Hälfte erhalten. Meierle, gute Möglichkeit, schöner Haken, vorbei an Meier und schade für ihn. Vorbei auch am Tor von Meier. Gute Aktion von Christian Meierle. Der Teamstürmer hat durch seinen Einsatz den Bann gebrochen bei der Wiener Austria, schon so lange gegen Rapid kein Tor erzielt zu haben. Und fast hätte er hier sein zweites Tor in diesem Match geschossen. Gute Aktion von Meierle mit dem engen Haken am 16er. Hier noch einmal, vorbei am Rapid-Kapitän Peter Schöttl. Vorbei an Meier mit dem Spitz. Und dort der Pech. Ja, man kann es ihm nachfühlen. War eine gute Aktion. So, und jetzt hat der Freund Glück, dass Schiedsrichter Sober ein diplomatischer Spielleiter ist, weil normalerweise könnte er jetzt auch gelb erhalten durch das Ball wegschießen. Wimmer, unglaublich schnell, hat den Ball noch. Und Hopfer macht es richtig. Keine Risiken eingehen in dieser Situation. Eckball. Bei Eckbällen führt Rapid auch. 4:1. Kurz abgespielt. Acic herauf. Noch einmal Acic. Er wollte den Ball ins lange Eck heben, über den Austria-Torhüter hinweg, aber etwas zu weit für René Wagner. Meierle, kaum vom Ball zu trennen. Großer Einsatz von Braun und Meierle. Die Gemüter ziemlich heiß, obwohl es draußen ganz kalt ist. 3 Grad hat es, 3-4 Grad. Foul von Braun, keine Frage. Der Michi Wagner ist ein Schlitzer, hat den Ball gleich 4 Meter weiter vorgerollt, um näher am Tor von Ladislav Meier zu sein. Der Schiedsrichter hat es nicht bemerkt. Aber gut, wenn es reingeht. Abspielen. Alle Rapidler jetzt am eigenen 16er. Genau auf Ladislav Meier. War sehr mutig, aus dieser Distanz aufs Tor zu schießen. Wieder Meier. Pfeffer. Out für die Wiener Austria. Sechs Minuten noch zu spielen. Bin neugierig, was Schiedsrichter Sober nachspielen lässt.
Rapid führt 3:1 durch Tore von René Wagner, ein Elfer-Tor von Proseni und ein Tor von Marek Benkser. Meyerleb hatte bei 2:0 den Anschlusstreffer erzielt. Möglich, dass Heribert Weber noch einmal wechseln wird. Kann man vorstellen, dass er Pürk auch noch zum Einsatz kommen lässt, der hier schon, Sie haben es kurz im Bild gehabt, zu Heribert Weber kommt. Nehme an, dass er bei den Sturmspitzen tauschen wird. Acic könnte er durchspielen lassen. Ja, und es soll Marek Benkser hinausgehen. Eine kämpferisch sehr große Leistung heute geboten. Großer Einsatz, quirlig, schwer vom Ball zu trennen. Einige Fouls natürlich auch provoziert, die Rapid geholfen haben. Und er hat das dritte Tor geschossen, das wahrscheinlich, möchte ich jetzt sagen, für diesen Spielausgang hier entscheidend ist. Für einen Rapid-Sieg. Wimmer hat mir sehr gut gefallen durch seine Antrittsschnelligkeit. Schöttl, der Kapitän, traut sich, aber Fehlpass. Der Peter Schöttl macht das sehr geschickt. Da sieht man seine ganze große Erfahrung, internationale Routine. Stürmt er einmal nach vor, verliert den Ball, macht er irgendein taktisches Foul und das Spiel des Gegners muss neu beginnen. Ernstson hat einigen Schwung gebracht. Wenn der fit ist und eingespielt mit der Austria-Mannschaft, dann kann man von ihm einiges erwarten. Setzt sich hier auch durch. Gegen drei Rapidler und es gibt Foul für die Wiener Austria. Ja, stoßen sollte er nicht. Ich glaube, da gibt es jetzt eine Ermahnung von Schiedsrichter Soba, dass er da nicht rempeln darf mit gestreckten Armen. Ist auch korrekt. Aber mir gefällt, Schiedsrichter Soba gibt hier nicht unbedingt Gelb, sondern ermahnt den Spieler. Der will natürlich schnell abspielen, ist auch klar. Und deshalb ist diese Situation auch so zu erklären. Jetzt kommt es aber noch einmal zum Wechsel, wenn sich der Schiedsrichter umdreht. Da wartet schon Markus Bürg und es geht dann doch Acic raus. Offenbar hat Heribert Weber im letzten Moment doch noch umdisponiert. Vielleicht hat auch Acic aufgezeigt, dass er schon müde ist. Er ist viel gelaufen und hat heute ein gutes Spiel für Rapid geliefert. Hat den entscheidenden Pass zu René Wagner gemacht. Anschließend wurde der Rapid-Stürmer von Streiter und Dospel in die Mangel genommen. Achtung aber jetzt. Meyerleb, noch eine Chance. Bange Minuten hier noch für Rapid. 3:1. Bei 2:1 wird es also wirklich noch trabig werden. Hier noch einmal diese Szene. Wieder gut angeschnittener Freistoß. Und kaum bringt die Rapid-Abwehr hier den Ball. Wie lange geht es noch? Knapp 2 Minuten. Wir können kurz rekapitulieren. Guter Anfang der Wiener Austria mit 2 guten Möglichkeiten von Christian Meyerleb. Dann nach Ende der ersten Hälfte, als Rapid mehr Druck ausgeübt hat, durch eine blitzartige Attacke von René Wagner im Strafraum, das 1:0 in der 42. Minute. Ah, jetzt steht es wieder. Schließlich das 2:0 in der 64. Elfmeter pro Senik. 2:1 Meyerleb. Guter Pass von Benkser. Und schließlich in der 77. das 3:1 durch Marek Benkser. Und für die Wiener Austria aus der Sicht der Violetten war es so gerade in der Periode, als man nach dem Anschlusstreffer sehr viel Druck gemacht hat, auch gut gespielt hat, da ist aus einem gut vorgetragenen Konter der Rapidler das 3:1 gefallen. Und einen Selbstfaller hat hier Ernstson gemacht. Aber er hat sich bemüht, hat Impulse gebracht und hat das Stürmerspiel der Wiener Austria sichtlich belebt.
Der Rapid-Anhang kann zufrieden sein. Zu Beginn der Rapid-Viertelstunde, die man wieder lautstark eingeleitet hat, das 3:1. 3 Minuten lässt Schiedsrichter Sova nachspielen. Das müsste Rapid über die Runden bringen. Prosenik. Was das Offensivspiel Rapids betrifft, man hat heute etwas mehr Linie gesehen als in den letzten Spielen, aber berauschend war es noch immer nicht. René Wagner, noch immer Wagner, mit neuem Selbstvertrauen, holt hier wieder einen Eckball, den 5. für Rapid heraus, in dieser Schlussphase des Spiels. Wir stehen schon in der 90. Minute, 3 Minuten wird hier nachgespielt werden. Die Wunderkerzen brennen im Rapid-Sektor, man ist Sturm Graz, dem Tabellenführer, auf den Fersen geblieben und man wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach diese 3 wichtigen Punkte, die man vom 215. Derby erwartet hat, einfahren. Noch einmal, guter Freistoß-Eckball, herrlicher Kopfball von Heraf und eine super Parade von Wolfgang Knaller. Noch einmal, Prosenik. Es war eine Riesenmöglichkeit für Rapid, ein 4. Tor zu erzielen. Aber der Mann, der hier um den Ball läuft, nämlich Wolfgang Knaller, hat den Kopfball von Heraf pariert. Unglaubliche Reaktion. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Werner Exler, unser Regisseur, spielt schon ein. Unglaublich, hat er nicht viel Zeit gehabt, die Hand rauszufahren. Guter Kopfball von Heraf. Und ein unglaublicher Reflex von Wolfgang Knaller. Er verdient einen römischen Einser heute in diesem Spiel. Und leider für ihn, muss man sagen, er hat dennoch mit seiner Mannschaft hier 1:3 verloren. Viel wird sich nicht mehr ändern. Wenn wir uns die Statistik anschauen, 56% Ballbesitz bei Rapid gegen 44, das macht die Überlegenheit von Rapid klar. Die Mannschaft hat doch wesentlich mehr spielerische Impulse als die Austria setzen können. Wenn es auch nicht überragend war, so doch besser. Und man hat vor allem die Torchancen, die man vorgefunden hat, sehr effizient genützt. Vor allem René Wagner hat seinen Torinstinkt, seinen Überblick im Strafraum wieder einmal bewiesen. Jetzt Toni Pfeffer. Er hat sich von René Wagner einmal austricksen lassen zum 0:1 aus seiner Sicht. Und ein guter Schuss vom Austria-Kapitän hier mit rechts. Der Verdenig muss eigentlich mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Nicht mit dem Resultat, aber wie sich die Mannschaft hier doch verkauft hat. Man hat ein besseres Gefüge gesehen. In diesem Spiel war es heute noch ein bisschen zu wenig. Bei der Austria sollte man jetzt nicht wieder 1000 Vorschläge machen, neue Themen anschneiden, sondern man sollte die Mannschaft ruhig arbeiten lassen. Das ließ auch das Rapid-Präsidium bei Heribert Weber zu. Noch einmal Christian Meierli, auch er mit einer vorzüglichen Leistung. Herbert Prohaska hat hier sicher gut zugeschaut. Der Teamchef war ja Beobachter hier auf der Tribüne. Noch einmal Bürg, sieht auf der rechten Seite den pfeilschnellen Wimmer. In der Mitte nur René Wagner, sonst ist niemand mit dabei. Der läuft ins kurze Eck und abgeblockt. Noch einmal Eckball. Eines muss man sagen, gutes Tempo in diesem Spiel. Hoher Einsatz, es war eines Derbys würdig. Und Rapid wird hier die Wiener Austria wieder besiegen. Und die Wiener Austria nun zum 11. Mal in einem Derby ohne Erfolg. Das ist ein neuer Rekord. Heraf, wieder mit Kopf. Aber übers Tor. Jetzt müsste es auch. Einige Schneemassen wurden aus dem Feld geschafft. Der Rest wurde gewalzt. Sie sehen also Schneeboden in Ried. Beinhart gefroren, also äußerst schwierige Bedingungen. -6 Grad dazu, aber Stimmung gar nicht so schlecht. Immerhin 6000 Zuschauer heute Nachmittag im Stadion des Brummer. Stimowski mit der ersten Chance nach wenigen Minuten mit der Ferse, der ehemalige Hütteldorfer. Ja, das hätte gut und gerne schon das 1:0 für Ried sein können. Schöne Vorarbeit Brunmeier und Stimowski herrlich gemacht und Ladislav Meyer im Tor der Hütteldorfer. Diesen beiden
Ja, denen ist das Match gleichgültig. Da gibt es natürlich einige Fouls, einige Rutschpartien auf diesem Boden. Ganz, ganz klar. Natürlich heute längere Stoppel. Dann schauen wir auf diese Aktion. Herav gegen Anicic in der Anfangsphase. Gelbe Karte von Schiedsrichter Hensel für Andi Herav. Ganz klar das Bein gespielt. Anicic kann dann aber weiterspielen. Aber ich glaube, das hat sich jetzt Klaus Reutinger nicht notiert. Und Harry Weber, der Trainer der Hütteldorfer, auch ihm ist natürlich kalt. Ried diktiert in der Anfangsphase ganz klar das Match. Slibowski kommt immer wieder über die rechte Seite. Gibt es einen Foul von Braun. Freistoß für die Inviertler. Anicic und wieder Meier im Tor der Rapidler. Rapid schwer unter Druck jetzt in dieser Anfangsphase. Noch einmal der Freistoß mit links. Gut angetragen mit Effet. Aber Meier lässt sich nicht überraschen. Er hat sich gestärkt für dieses Match. Bei dieser bitteren Kälte und immer wieder Anicic neben Stanisjajewicz sehr stark im Mittelfeld. Auf Brunmeier. Da rasiert Zingler. Aber Slibowski kommt zu spät. Maciej Slibowski. Auch diese Aktion noch einmal. Tempierte Flanke von Ronny Brunmeier. Und Posenik sichert da letztlich doch noch ab. Nach einer halben Stunde. Erste Möglichkeit durch Ancic für Rapid. Aber keine Probleme für Ronny Unger, der heute wieder Milan Orage vorgezogen wurde. Ihn interessiert das Match kaum, obwohl es recht flott verläuft und immer wieder in dieser Phase die Rieder. Helmut Zeller über die linke Außenbahn macht eine starke Partie. Guter Kopfball jetzt und zwar von Brunmeier, Ronny Brunmeier, ehemaliger Austrianer. Aber Meier ist einfach nicht zu bezwingen. Und noch einmal aus der Distanz dieser Kopfball von Ronny Brunmeier. Bei Rapid ja noch verletzt Radajcik und Angelo Vier. Ja, und Klaus Reutinger hat mit seiner Mannschaft von 8 Spielen zu Hause nur 2 gewonnen. Das gibt eigentlich ein bisschen zu bedenken. Und dann endlich Düdeldorfer über Marek Pengsa mit dem Außenriss geschossen. Und Ronny Unger im Tor der Inviertler. Jetzt wachen die Düdeldorfer etwas auf. Waren sehr passiv in diesem Match. Glänzende Aktion, glänzende Parade mit einer Hand von Ronny Unger. Auch der Wurf Wimmer. Dann René Wagner mit seiner ersten Aktion in diesem Match. René Wagner, zweite Sturmspitze neben Pengsa bei den Rapidlern. Jetzt gegen Ende der ersten Spielhälfte doch etwas offensiver werden. Dann ist Schiedsrichter Hensel das Pfeiferl eingefroren, hat dann in der zweiten Spielhälfte ein anderes mitgebracht. Ja, bittere Kälte also und noch keine Tore. Noch immer 0:0 und Pengsa. Aber da ist wieder Ronny Unger heraus. Beide Mannschaften zunächst nicht gewechselt. Nochmal Glasner kann den Ball nicht arretieren. Und Unger vor Pengsa. Dann Alicic noch einmal verletzt bei dieser Aktion, die wir eben gesehen haben. Kann aber dann wieder weiterspielen. Rotbauer, Anicic und auch der verzieht diesen Ball. Ja, es ist nicht leicht auf diesem Boden Fußball zu spielen, den Ball richtig zu führen, richtig unter Kontrolle zu bringen. Aber es ist ja für beide Mannschaften gleich. Die gleichen Verhältnisse für beide Teams. Dann kommt Pengsa heraus, Markus Pürk kommt ins Match, Harry Weber schickt ihn genau nach einer Stunde in diese Begegnung. Dann Wagner, Wettel, Fehler Angerschmidt, Wagner mit der Chance und verzieht. Das war so etwa nach 62, 63 Minuten. Das wäre ihm wahrscheinlich auf einem normalen Rasen nicht passiert, der Michael Angerschmidt. Beiden 17er nebeneinander, Wagner und Angerschmidt. Aber weiter 0:0. Aber Rapid wird stärker über Wimmer mit dem Outeinwurf. Wettel und Wagner, das ist das Tor. 0:1, 66. Minute. René Wagner bringt Rapid in Führung. Sein 7. Saisontor.
Und Ronny Unger ist erstmals geschlagen. Aber da sind die Hütteldorfer Fans etwa 1000 ins Hinterviertel gekommen. Aber schauen wir noch einmal genau hin. Es war ein bisschen der Oberarm mit dabei. Aber angelegt, der Treffer gilt. Und René Wagner bringt also seine Mannschaft mit seinem 7. Saisontor in Führung. Und jetzt müssen die Rieder natürlich aufmachen, müssen alles noch vorwerfen. Rothbauer mit diesem Schussversuch, da hat sich aber Bürk dazwischen geworfen. Überraschenderweise gibt es keinen Eckball. Ich glaube, Sie haben im Hintergrund das Aufheulen des Publikums gehört und auch der Harry Weber immer wieder an der Outlinie. Achten Sie jetzt auf diese Szene. Hoppala, Michi Aličić, was ist da los? Bleibt hängen, rutscht aus und trifft die Eckfahne. Noch einmal aus dem Kuriositätenkabinett. Ich würde sagen, die Szene des Spiels, weil es so schön war, noch einmal. Michi Aličić war das. Dann wieder der Hütteldorfer über Bürk, bringt viel Schwung ins Match. Läuft sich immer wieder frei. Kommt hier an Steininger vorbei. Und René Wagner zu kurz. Helmut Zeller hat geklärt. Wir sind in der Schlussphase. Rapid führt noch immer 1:0. Die Hütteldorfer hier nur ein einziges Mal gewonnen. Zuletzt auswärts, in den letzten 5 Spielen überhaupt nicht. Foul jetzt von Hatz. Übrigens eingewechselt an Young, ebenfalls eingewechselt. Letzte Möglichkeit für Ried, und zwar Freistoß. Sliwowski abgefälscht etwas. Meier immer Tor der Hütteldorfer. Bei eisiger Kälte gewinnt Rapid in Ried mit 1:0. Der zweite Sieg der Hütteldorfer innerhalb von 160. Max-Bundesliga. Ich wünsche dir eine gute Unterhaltung. Hoffentlich wird es auch ein gutes Match. Check City Bar ist das. Ich könnte mir vorstellen, dass auch René Wagner spielen wird, werden das aber gleich sehen. Und der Andi Herab hat Wort gehalten. Er spielt tatsächlich mit ganz kurzem Leiberl. Also kurze Ärmel. Wird das sicherlich dann einige Male im Bild sehen. Also bei diesen Temperaturen der Andi Herab. Ein ganz harter Bursche. Peter Schöttl. Beim 0:0 vor einem Monat hat der Guy Frigard, den Linzer Torjäger, total kalt gestellt. In 90 Minuten nur eine einzige echte Torchance. Und Wettel heute rechts, vor einem Monat links im Mittelfeld. Zweikampf Grassler gegen Herav. Und erstmals Wagner. Ja, ja, Check City Bar spielt auf ihn. Und beginnt auch das erste Foul. Klare Sache, klare Entscheidung. Freistoß, Rapid. Auch Prosenik drüben mit dem kurzen Aerial bei dieser Kälte. Da haben sie es. Der Prosenik hatte Angina in dieser Woche. Naja, wie gesagt, gestern schon gewusst, ich kann heute spielen. Guter Pass auf Markus Weißenberger. Das ist Martin Braun, der Libero der Hütteldorfer. Dazwischen übrigens vor 11 Tagen ist er 30 geworden. Marek Benzer, Ivan Acic, neuer Regisseur der Hütteldorfer. War vor dem Monat auch schon hier mit dabei, hat damals sein zweites Match für Rapid bestritten. Beim LASK fällt übrigens Jürgen Kautz wegen einer Erkrankung und Peter Stöger, wie gesagt, auf der Besetzung. Spielfeld im Linzer Stadion ist gut zu bespielen, der Rasen natürlich etwas weich, aber aufgrund der Schneefälle in den vergangenen Tagen. Die Rasenheizung hat natürlich hier dazu das Übrige beigetragen.
die Verhältnisse umsetzen, haben sie groß. Ivan Acic, ein Tor hat der Serbe bereits für die Mitteldorfer geschossen. Und da ist es schon. Wieder Klaus Roseano, schlechter Pass. Übrigens Klaus Roseano, da gab es am Donnerstag eine Gerichtsverhandlung mit einem ordentlichen Gericht in Klagenfurt. Es ging um die 800.000 Schilling, die Feldkirchen noch immer vom LASK fordert. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Das Urteil wird in etwa 14 Tagen, schriftlich ergehen. Markus Weißenberg. Walter Kogler, sehr offensiv. Jerzy Czenczek. Milinovic. Versucht, sein stärkerer Fuß ist allerdings der rechte. Und diesmal Foul an Benxa und da gibt es Geld für Jackson Dupin. Ja, hatte keine Chance mehr auf den Ball. Steht bereits wieder bei René Wagner. Offensichtlich Milinovic etwas aushelfen und hat Geld gesehen. Gute Vorlage, Friga. Ah, das wird wieder einige harte Zweikämpfe werden. Aber diesmal war es Oliver Freund und nicht Schöttl, sein direkter Bewacher, der sich gegen Friga durchgesetzt hat. Pichorner, Jürgen Pichorner, ein ganz junger Mann, 21 Jahre, im Sommer von Spital an der Trau zu den Winzern gekommen. Und heute anstelle von Kautz. Trainer Baric war zuletzt immer wieder zufrieden. Achte Attacke gegen Czenczek. Superzeit Lupisin und wieder Milinovic. Er sollte eigentlich Marek Penksa wünschen. Der Libero, der Hütteldorfer Martin Braun. Eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler, aber fühlt diese Position bei den Hütteldorfern so gut aus, dass ihn Harry Weber eigentlich schon seit langer Zeit im Mittelfeld spielen lässt. Milinovic. Guter Schuss des Verteidigers. Erste Tormöglichkeit jetzt nach fast 7 Minuten. Mit dem rechten Fuß, das ist sein stärkerer. Das war knapp. Roseano, Friga, Roseano und Ladimeyer, ein sicherer Tormann bei den Mitteldorfern, der 32-jährige Tscheche Klaus Roseano, mit diesem Schuss aus der Distanz. Immerhin hat Ladimeyer in genau 18 Spielen, wir sehen hier den Schuss noch einmal, nur 13 Tore zugelassen. Nur ein Tor weniger hat Sturm bekommen, nämlich 12. Harry Weber meistens weit draußen, auch Otto Baric sehe ich auf der anderen Seite, direkt neben der Outlinie.
Südafrika. Ganz klar gehalten, Freistoß Walter Kogler. Pawlowski aber keine Probleme natürlich. Nicht richtig erwischt den Ball von Peter Pawlowski, der heute erstmals nach längerer Zeit vor Beginn anspielen darf. Kommt er meist in den letzten Minuten, hat aber immerhin schon 5 Tore geschossen. Das ist Pichorner. Zweite Möglichkeit für die Linzer. Jürgen Pichorner, großes Talent. 21 Jahre jung. Und noch einmal die gute Aktion der Linzer mit dem knappen Fehlschuss von Bichl. Schon wieder am Ball, Jürgen Pichorner, aber Ball erneut. Einwurf an die Herraf. Zurückhängend. Schon gemacht von Acic. Wirklich ein glänzender Fußballer. Oder gar Freistoß. Ja, Freistoß. Marinko Koljanin, haben wir da den Motto Baric gesehen? Co-Trainer von Otto Maximal. Ja, Weißenberger, die Chance! Und naja, und! Beste Chance dieses Spiels. Glänzend Ladislav Meier reagiert, aber eigentlich das müsste ein Tor sein. Markus Weißenberger mit der ganz, ganz großen Chance in diesem Spiel. Zu genau auf den Tor geschossen. Also Markus, aus solchen Chancen müsste man treffen. Und der ärgert sich natürlich. Ja, immerhin. Jetzt 3 echte Torchancen für die Linzer. Aber das hat die erste richtig herausgespielt. Pichorner.
Arthur de Frigga. Freistoß für die Linz. Attacke von hinten. Zwar versucht, den Ball zu spielen, aber Entscheidung sicherlich von Schiedsrichter Benke richtig. Gute Distanz, etwa, naja, 25, 28 Meter. Ich glaube, Milinovic wird schießen. Auch Walter Kogler vorne, mit Nummer 2, das ist Milinovic. Milinovic und wieder Ladimeier, glänzend der Rapidso. Kurz nur angetippt von Pjenček und Ladislav Meier in Superform. Nach wie vor 0 zu 0. Pawlowski. Grassler da drüben und Eckball. Erster Eckball in diesem Match nach fast einer Viertelstunde. Rapid in dieser Phase sehr verhalten. Die Linzer diktieren jetzt ganz klar das Match. Markus Weißenberger. Und da gibt's für Herbert Grassler die gelbe. Ja. Zweite gelbe Karte also in diesem Spiel. Nach dieser Attacke an René Wagner. Herbert Grassler eben als Sturm von Salzburg. Seit Sommer beim Lassen. René Wagner humpelt noch etwas, aber da werde ich schon erinnern. Verhalten, zu defensiv. Bedachter Pass auf Wettel. Und das Duell Frigga gegen Schöttl, Foul an Weißenberger. Und es gibt für Andi Herr auf Aufgeboten. Dritte gelbe Karte also bereits in diesem Match. Diesmal Andi Herreft hat übrigens auch vor einem Monat hier im Linzer Stadion beim 0 zu 0 eine gelbe gesehen. Na, war nicht so schlimm. Auch Grassler übrigens damals gelb. Frigga. Ballibaut. Ein Torout und damit Abstoß vom Tor von Ladislav Meier, dem 32-jährigen Tschechen. Der zwei, dreimal schon glänzend reagiert hat bei Chancen der Linzer, vor allem beim Markus Weißenberger allein vor ihm aufgetaucht ist. Da haben wir die Statistik. Die spricht eine klare Sprache, aber nach Toren noch immer 0 zu 0. Wettel. René Wagner. Acic. Tut sich noch schwer, das Mittelfeld zu überbrücken. Da gibt es noch einige.
einige Abstimmungsprobleme. Otto Baric hat allerdings gemeint, wir müssen voll aggressiv spielen. Nicht mehr so wie beim 0:0 vor einem Monat. Bichorner. Und dazwischen Oliver Freund. Schmeckt ihm nicht der Kaugummi? Kann verstehen, nach dieser vergebenen Chance von Weißenberg. Kassler? Schön abgenommen diesen Ball, schön geschossen, aber natürlich mit solchen Schüssen kann man einen Larry Meyer nicht bezwingen. Direkt abgenommen. Peter Schütt. Zinkler drüben, vor Zinkler, von Schenjek. Wieder Schütt, 60-facher Nationalspieler. Wieder Foul von Cicic. Hat er keine Pole, sehr aggressiv heute. Hat sich hier auf den Ball etwas zu weit vorgelegt, Cicic. Walter Kogler wieder zurückgekehrt auf den Libero-Posten gegen die Austria bei der enttäuschenden Leistung für eine Woche in Wien. Hat er ja Manndecker noch gespielt, da war Höhne Tangen Libero. Auch beim 0:0 vor einem Monat. Naja. Klare Sache. So stehen gelassen. Und Wettel. Christian Prosenik heute wieder über links. Er kommt einmal über rechts, einmal über links. Obwohl der rechte eigentlich sein stärkerer Fuß ist. Guter Haken von Prosenik. Und drinnen ist er. Tor! 1:0 für Rapid aus Spitzenwinkel. Und das jetzt nach genau. Er wird die Uhr gleich bekommen. Auf alle Fälle 0:1 aus Sicht des LASK. Christian Prosenik von der Stange ist der Ball ins Netz geknallt. Eigentlich gar keine Torschance. Schauen wir uns das aber in Ruhe nochmal an. Durch die Beine von Gassler. Wie gesagt, der rechte Fuß ist der stärkere von ihm, schießt aber damit links. Das war ein Eigentor. Ein echtes Eigentor von Jack Sidibar. Jetzt haben wir es ganz genau gemacht. Pavlovic wehrt den Ball noch kurz ab und ein lupenreines Eigentor von Jack Sidibar. Sei wie sei, Rapid führt auf alle Fälle im Linzer Stadion mit 1:0. Rapid ohne echte Torschance bisher also in Führung und da gibt es natürlich die Gratulation von Peter Persidis, dem Co-Trainer für Herbert Weber. Sicherlich aus Sicht der Linzer ein unglücklicher Treffer. Aber was zählt das schon? Das Ganze in der 22. Minute. Da wäre ich jetzt ganz gerne Zuhörer. Was sagt ihm der Otto Baric da?
Stöger. Neben Dadi und Pepe Schicke Torwart, den zweiten Torwart der Linzer. Das noch einmal der Schuss von Christian Boseni. Ja, ja, da berührt Pavlovic den Ball noch und checkt sie die Bar an die Innenstange und von dort geht der Ball zum 1:0 für Rapid ins Netz. Jetzt könnten die Rapidler ein bisschen befreiter spielen. Mit diesem 1:0 im Rücken. Aber so ist das im Fußball. Der Lask hatte die Chancen, aber die Tore, die man dann nicht macht, bekommt man nicht. Pinzer gegen Walter Kogler. Guter Haken und Milinovic. Die Rauchbomben werden nicht notwendig im Rapid-Sektor. Markus Eisenberger. Laufstark wie eh und je. Die Herras. Pichörner. Kein Foul, sagt von Freund, sagt Schiedsrichter Benke. Um etwas aufgebracht. René Wagner. Wieder Wagner. Jetzt spielt viel in die Breite, Milinovic! Kein schlechter Schuss, aber doch. Das ist jetzt selbst zu hoch. Weber kann zufrieden sein, 26 Minuten sind gespielt, seine Mannschaft liegt mit 1:0. Hier diesen Schlager der ersten Frühjahrsrunde im Herbst bei winterlichen Temperaturen, seine Mannschaft liegt mit 1:0 in Führung. Heute dann Pengsa, kann mit regulären Mitteln kaum gestoppt werden, und zwar wieder von Milinovic. Hacic. Braun und wieder Herras. Und wieder Braun. Sucht jetzt mit etwas längeren Bällen auf die beiden Sturmspitzen, auf Wagner und Pengsa. Das ewige Duell Frigar gegen Schöttl. Mehr im Ballbesitz. Minuten, aber er wird doch wesentlich mehr im Ballbesitz. Freund war das, geschickt gemacht.
Ja, in einer Woche werden wir wissen, ob Otto Babic bei den Linzern bleiben wird. Letztes Match für ihn am Freitag schon. In Graz gegen Sturm. Mit Sturm ist er schon Vizemeister geworden. Sie erinnern sich sicherlich noch daran. Jetzt Peter Pawlowski. Eisenberger. Benzer und Wagner wären mit, auch Ancic wäre mit vorne. Aber zu eigensinnig von Arnold Detlef diese Szene. Schüttel für Frika. Jetzt da wieder Frika. Auf sich allein gestellt der Torjäger aus Norwegen, der Schützenkönig der letzten Saison. Wilde Proteste des Publikums. Zuschauer wollen kein Foul gesehen haben. Frika hält ja derzeit bei 10 Treffern nur eine weniger als der Führende, als Edi Glieder. Halbe Stunde vorbei. Benzer. René Wagner, das ist die Chance und Pavlovic. Ja, das hätte schon eine, naja, schon fast eine Vorentscheidung sein können. Ja, Milinovic ausgerutscht. Wagner etwas Ballglück. Und hat die Kugel nicht voll getroffen. René Wagner. 7 Tore hat er erzielt, vor einer Woche das ganz wichtige in Ried zum siegbringenden 1:0 gegen Oskar Ried. Ja, die Linzer zwar mit vielen Mann im Angriff, aber man spielt zu sehr in die Breite, man findet in der dichten Rapid-Verteidigung einfach im Moment keine Lücke. Kassler. Duell mit Proselik. Gegen Schüttel, aber das Christian Posadek und Ladimar. Posadek. Auch schon 6 Meisterschaftstore bisher im Herbst geschossen. 5 davon allerdings aus Elfmeter. Hütteldorf haben natürlich Zeit, sie führen mit 1:0, lassen jetzt den Ball etwas länger in der Mittelfeld laufen, spielen etwas mehr quer, Frika wieder gegen Schüttel, sie kennen das bereits. Und Posselik. Taktisch völlig richtig gemacht. Fehler von Bar. Pawlowski kann sich gegen Zingler bisher nicht in Szene setzen. Freund, ne, Martin Braun war das, oder? Einwurf. Rapid.
Mittwoch Newcamp Barcelona. Heute allerdings das sehr schmucke Linzer Stadion. Jetzt Frika wieder und wieder in der Mitte. Hengser gegen Milinovic. Oh, da häufen sich die Fehler in der Linzer Verteidigung. Noch gut 10 Minuten bis zum Pausenpfiff. Er bietet in Führung und was wird er dagegen unternehmen? Das ist die Frage. Was kann er dagegen unternehmen? Frika wieder gegen Schüttel. Zweikampfsieger wieder Peter Schüttel. Wirkt zwar äußerlich ruhig, aber man sieht direkt die Anspannung in seinem Blick. Milinovic. Alles jetzt in der Rapid-Hälfte. Was wir im Verlauf der Meisterschaft schon öfters gesehen haben. Die Linzer tun sich einfach schwer, wenn sie selbst das Spiel machen müssen. Klassische Kontermannschaft. Vor einer Woche gegen die Austria Wien haben sie es allerdings nicht gezeigt. Jetzt Cenk versucht zu spielen auf Pawlowski. Eisenberger. Frika. Cenk. Bichorner. Vladimir. Torschüssen steht übrigens 7:2 für die Linzer, nach Toren allerdings 1:0 durch das Eigentor von Cenk Sidibar in der 22. Minute. Linzer, gut auf Wagner, auf Acic, Prosenik und Selko Pavlovic, der Kroate im Tor der Linzer. Abseits. Frika im Abseits. War mindestens 3 Meter. Er hat sich bedankt für den Pass. Erstes Abseits übrigens. 0 auf der anderen Seite. Man merkt eben die innere Unruhe der Welt. Ganz klar, ganz wichtig. Für Rapid dieses Match heute, für den LASK natürlich genauso. Sollten die Hütteldorfer gewinnen, dann wären sie auf alle Fälle Zweiter. Punkte gleich mit dem GRK, vor den Grazern und hinter Sturm natürlich. Aber nur einen Punkt hinter Sturm. Aber jetzt Weißenberger und Meier wieder. Wieder der Ladislav Meier. Also Chancen haben die Linzer genug. Zweite ganz große in diesem Match. Sicherlich der Winkel schwierig, aber aus solchen Situationen, aus solchen Szenen muss man mehr machen. Bichorner. Ja, Rapid könnte also mit dem Sieg hier Zweiter werden. Der LASK wiederum. Rapid überholen und Dritter werden. Hintersturm und dem GRK. Ja, was hat ihm jetzt wieder zu sagen, dem Schiedsrichterassistenten? Die Tore, die müssten seine Spieler eigentlich selbst schießen. Die kann der Otto Maximale nicht schießen.
Weg. Pawlowski, Frigga und wieder nichts.